Hallo und herzlich willkommen zu Täglich Brot. Ich bin hier vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Haigerselbach. Ein Dorfgemeinschaftshaus soll ein Ort sein, den das ganze Dorf nutzen kann. Den das ganze Ort nutzen kann, um sich zu begegnen, um zu feiern, um öffentliche Anlässe miteinander zu begehen und vieles andere mehr. Ein Ort, wo wir unter anderem hier in Haigerselbach die 700-Jahr-Feier als Kirchengemeinde zusammen mit unserem Dorf gefeiert und erlebt haben. Und das war eine klasse Geschichte, auch in der Vorbereitung. Wir haben als Kirchengemeinde uns hier einbringen dürfen, haben anbieten dürfen, dass wir die Trägerschaft für das Dorfjubiläum übernehmen. Und das war eine gute Sache, in Miteinander mit den Vereinen und dem Dorf und verschiedenen Leuten hier dieses Fest auszurichten, zu feiern, miteinander zu erleben. Und ich fand es ganz super, dass wir an dieser Stelle erlebt haben, dass das Miteinander von uns als Kirchengemeinde und Dorf doch echt gut funktioniert hat. Das war toll und es gab viele super Begegnungen und Annäherungen. Was mich beschäftigt und bewegt, ist nach wie vor immer auch noch, dass wir als Kirchengemeinde Teil des Ortes, Teil des Dorfes sind und wir möchten signalisieren, dass wir auch Teil auch dieser Dorfgemeinschaft sein wollen. Und das ist mir deshalb wichtig, weil das auch unser Auftrag ist, nicht nur für uns da zu sein, sondern auch für andere. Denn wenn Jesus uns diesen Auftrag gibt, danach zu schauen, dass wir der Stadt Bestes suchen sollen oder des Dorfes, dann gehört da auch dazu, Feierlichkeiten, besondere Momente mitzuerleben, die Dorfgemeinschaft mitzugestalten, zum Beispiel im Mitwirken in der Vereinsgemeinschaft. Das wollen wir als Kirchengemeinde tun, das wollen wir als Christen tun. Und ich bete einfach dafür, dass uns das gelingt, dass wir dadurch auch gute Freundschaften bauen, und dass dadurch auch das, was uns im Glauben wichtig geworden ist, vielleicht auch anderen einen Zugang ermöglicht. Ohne Manipulation, ohne Druck, ohne Beschwatzung, ohne irgendwas einem aufzubabbeln, was er nicht haben will. Sondern einfach ganz natürlich. Durch Begegnung, durch Kontakt. Und dadurch, dass du, der allmächtige Gott, bei uns bist. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du, der allmächtige Gott, bei uns bist. So wie ich es gerade gesagt habe. Eigentlich schon in der Andacht. Eigentlich schon ein Gebet. Danke, dass du auch Teil der Dorfgemeinschaft sein willst, der Stadtgemeinschaft, der Weltgemeinschaft, dass du der Stadt, der Welt Bestes gesucht hast. Denn in dir, Jesus Christus, ist Gott Mensch geworden. In dir können wir sehen, wie Gott ist. Dafür danken wir dir. Davon wollen wir lernen, dass wir auch Teil der Gemeinschaft mit anderen Menschen, die vielleicht auch keine Christen sind oder die vielleicht zur Kirche gehören, aber wenig Kontakt haben, trotzdem Kontakt zu halten von unserer Seite aus. Danke, dass du uns das vorgemacht hast. Von dir wollen wir das lernen. So segne uns, dass wir in allen guten Kontakten, die wir mit den Menschen in unserem Dorf haben, miteinander profitieren, wir von ihnen, sie von uns, und dass wir da miteinander in guten Kontakt bleiben. Dazu segne uns, dass wir der Stadt, des Dorfes Bestes suchen. Und damit ein Stück von dir sichtbar machen, weil du so bist. Amen.